Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zum vierten Teil von Fakten der Zukunft. Wir haben in den vorangegangenen drei Teilen die Botschaft der drei Engel erklärt und wichtige Begriffe wie das Mahlzeichen des Tieres, das Bild des Tieres und das Siegel Gottes verstanden. Wir haben die Dringlichkeit gesehen, mit der die Bibel uns auf die Auseinandersetzung aufmerksam macht, die der Menschheit bevorsteht. Wir haben aber einen Punkt noch nicht erklärt, auf den uns die erste Engelsbotschaft aufmerksam macht. Die Botschaft begründet, warum wir die 10 Gebote einschließlich des Sabbatgebotes des siebenten Tages einhalten sollen und spricht in diesem Zusammenhang vom Gericht. Fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre, denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen. Während der Apostel Paulus noch vor knapp 2000 Jahren von dem zukünftigen Gericht redete, ist die Botschaft des ersten Engels für die Gegenwart formuliert. Die Stunde seines Gerichts ist gekommen. Diese Botschaft gilt also für die Zeit, in der das Gericht Gottes tagt. Hier müssen wir verstehen, dass das Gericht Gottes in drei Phasen unterteilt ist. Die Untersuchung, die Festsetzung des Strafmaßes und die Vollstreckung des Urteils. Diese Phasen finden in der notwendigen zeitlichen Reihenfolge statt. Wenn die erste Engelsbotschaft von einem gegenwärtigen Gericht spricht, handelt es sich offenbar um eine Gerichtsphase, die vor der Wiederkunft Christi stattfindet. Wir sehen das aus der Tatsache, dass der Engel zwar vom gegenwärtigen Gericht spricht, aber dennoch die Menschen zur Umkehr aufruft, also noch Gnade vorhanden ist, bevor das Gericht das Urteil spricht. Diese Gerichtsphase muss vor der Wiederkunft Christi stattfinden, denn vor seinem Erscheinen muss bereits feststehen, wer von den Toten zum ewigen Leben auferweckt und wer von den Lebenden bei seinem Erscheinen in den Himmel aufgenommen wird. Jesus sagt: Siehe, ich komme bald und mein Lohn mit mir, einem jeden zu geben, wie seine Werke sind. Wenn Jesus in Macht und Herrlichkeit zur Erde wiederkommt, ist entschieden, wer angenommen und wer verloren ist. Es ist entschieden, wer auferstehen wird und wer nicht. Genau das ist der Zweck der Untersuchungsgerichtsphase, die vor seinem zweiten Kommen zur Erde stattfinden muss. Der Beginn dieses Gerichtes ist übrigens in den Prophezeiungen des Buches Daniel beschrieben. In Daniel 8, Vers 14 wird der Beginn des Untersuchungsgerichtes angekündigt. Bis 2300 Abende und Morgen vergangen sind, dann wird das Heiligtum wieder geweiht werden. Hier wird Daniel eine Zeitweissagung gegeben, die von der Weihe, Rechtfertigung oder Reinigung des Heiligtums sprechen. Die genannte Zeit von 2300 Abenden und Morgen entsprechen 2300 Tagen, da die Bibel bekanntlicherweise unter dem Begriff Abend und Morgen einen ganzen Tag versteht, wie der Schöpfungsbericht mehrfach zeigt. So wie in den bereits erklärten Zeitprophezeiungen von beispielsweise den 1260 Jahrtagen, so gilt auch bei den 2300 Tagen konsequenterweise das Jahr-Tag-Prinzip. Danach gilt nach dem biblischen Schlüssel aus 4. Mose 14, 34 und Hesekiel 4, die Verse 5 und 6, die Regel: Je ein Tag soll ein Jahr gelten. Damit erhalten wir eine Zeitweissagung von 2300 wirklichen Jahren. Daniel, der ca. 500 Jahre vor Christus lebte, wurde erklärend durch den Engel gesagt, dass es bis zur Erfüllung dieser Weissagung noch eine lange Zeit sein würde.
Dreimal weist der Engel Daniel auf diese Tatsache hin. Denn dies Gesicht geht auf die Zeit des Endes. Allein diese Information bringt uns aus der Zeit Daniels, ca. 500 Jahre vor Christus, 2300 Jahre weitergerechnet, ins 19. Jahrhundert. Aber in einer ausdrücklichen Erklärung dieser 2300 Jahre im darauffolgenden 9. Kapitel wird nicht nur das exakte Jahr der Taufe und Kreuzigung des Messias angekündigt, sondern auch das Ausgangsjahr der 2300 Jahre festgesetzt. Der Engel sagte: Von der Zeit an, als das Wort erging, Jerusalem werde wieder aufgebaut werden. Der Befehl zum Aufbau des damals brachliegenden Jerusalems erging unter Artaxerxes im Jahre 457 vor Christus. Rechnen wir von diesem Jahr 2300 Jahre weiter, unter Berücksichtigung des historisch nicht existierenden Jahres Null, gelangen wir ins Jahr 1844. In diesem Jahr begann die Reinigung des Heiligtums. Da seit der Zerstörung des Tempels in Jerusalem im Jahre 70 nach Christus kein Heiligtum auf der Erde existiert, kann offensichtlich nur das in der Bibel ausführlich beschriebene himmlische Heiligtum gemeint sein, in dem Christus seit seiner Himmelfahrt für uns als himmlischer Hoherpriester seinen Dienst des Fürsprechers ausführt. Die Reinigung des himmlischen Heiligtums ist genau das, was das irdische Abbild in alttestamentlicher Zeit verdeutlichen sollte. Am großen Versöhnungstag wurden alle vergebenen Sünden, die während des Jahres auf das Heiligtum übertragen wurden, über einen Sündenbock fort aus dem israelitischen Lager geschafft. Sie wurden getilgt und jeder Fall aus dem israelitischen Volk wurde abgerechnet. Dies war ein Tag des Gerichtes. Die jüdische Enzyklopädie beschreibt ihn so: Gott, der Herr auf dem Thron, als Richter der Welt. Die Engel schaudern und sagen: Dies ist der Tag des Gerichtes. Am Versöhnungstag ist besiegelt, wer leben und wer sterben wird. Durch diese Zeitweissagung wird das Untersuchungsgericht, das vor der Wiederkunft Christi stattfindet, in der Bibel angekündigt. Ganz so wie es in der Apostelgeschichte gesagt wird. Denn er hat einen Tag festgesetzt, an dem er den Erdkreis richten will. Darüber hinaus spricht die Bibel von einem Gericht im Himmel während einer Zeitperiode von 1000 Jahren, die nach der Wiederkunft Christi beginnen. An dieser Gerichtsphase haben alle Erretteten als Beisitzer Anteil. Hier wird das Gerichtsurteil über die ungläubigen Toten und die gefallenen Engel gesprochen und das Strafmaß festgelegt. Paulus sagt: Wisst ihr nicht, dass die Heiligen die Welt richten werden? Wisst ihr nicht, dass wir über Engel richten werden? Jesus sagt, dass auch die Verlorenen, die aber Böses getan haben, zur Auferstehung des Gerichtes auferweckt werden. Dies geschieht nach den 1000 Jahren. Und wenn die 1000 Jahre vollendet sind, versuchen sie unter Satans Führung die Stadt Gottes mit Gewalt zu erobern. Und die Bibel berichtet weiter: Und es fiel Feuer vom Himmel und verzehrte sie. Da nun wir, die wir leben, noch Gnade zugesprochen bekommen und eine Entscheidung im Untersuchungsgericht über uns noch nicht gefällt ist, während die Fälle der Toten bereits behandelt werden, stellt sich für Sie und für jeden anderen die Frage: Können Sie im Gericht bestehen? Der Grund, warum wir in der Botschaft der drei Engel aufgefordert werden, die Gebote Gottes samt dem Sabbatgebot zu halten, liegt in der Tatsache, dass die 10 Gebote der unveränderliche Maßstab
im göttlichen Gericht sind. Im Prediger heißt es: Lasst uns die Hauptsumme aller Lehre hören. Fürchte Gott und halte seine Gebote, denn das gilt für alle Menschen. Denn Gott wird alle Werke vor Gericht bringen, alles, was verborgen ist, es sei gut oder böse. Und im Neuen Testament, im Jakobusbrief heißt es: Redet so und handelt so wie Leute, die durchs Gesetz der Freiheit, das sind die 10 Gebote, gerichtet werden sollen. Die Gebote im Leben umzusetzen gilt jedoch nur, wenn der Herzensbeweggrund der vorbildlichen Herzenseinstellung von Jesus entspricht, von dem es heißt: Dein Willen, mein Gott, tue ich gern, und dein Gesetz habe ich in meinem Herzen. Wir beten zwar im Vater unser: Dein Wille geschehe, aber wie sieht es in unserem sündigen Leben tatsächlich mit der Verwirklichung des göttlichen Willens aus? Die Bibel sagt uns: Sünde ist die Übertretung des Gesetzes. Und sie sagt: Der Sünde Sold ist der Tod. Das heißt, der Übertreter der 10 Gebote ist zum Tod verurteilt. Wenn wir dann noch aus dem Munde des Propheten erfahren: Kann auch ein Moor seine Haut wandeln oder ein Leopard seine Flecken? So wenig könnt auch ihr Gutes tun, die ihr des Bösen gewohnt seid. Wenn wir dann unser eigenes Leben betrachten, so müssen wir erkennen, dass es aus uns keine Möglichkeit gibt, dem göttlichen Gericht und somit dem ewigen Tod zu entkommen. Gott hat jedoch für alle Menschen, die bisher unter der Knechtschaft Satans gestanden haben, einen Rettungsweg bereitet. Dieser Liebesweg Gottes heißt Jesus Christus. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzig geborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Golgatha, der Hügel, auf dem Jesus starb, steht als ein Symbol für das unfassbare Opfer, das nötig war, um die Übertretung des göttlichen Gesetzes zu sühnen. Weil der Preis dafür so unermesslich hoch war, dürfen wir die Sünde nie als etwas Harmloses betrachten. Gottes Gnadenangebot ist deshalb kein billiges Angebot, es erfordert ihre Einwilligung und völlige Hingabe an Gott. Jesus sagt: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Jesus hat uns in seinem Leben den Weg zum Vater, den Weg zum ewigen Leben samt der damit verbundenen Hingabe vorgelebt. Wie erhalten wir nun ewiges Leben durch Christus? Jesus antwortet heute wie damals: Halte die Gebote und folge mir nach. Nachfolge bedeutet für uns heute, dass wir das Leben von Jesus in der Bibel studieren. Sucht in der Schrift, denn ihr habt das ewige Leben darin. Aber was nutzt das Suchen in der Bibel nach Wegweisung für das eigene Leben, wenn wir gar nicht bereit sind, die Wegweisung anzunehmen? Wir müssen daher seinen Worten auch gehorchen. Nur dann gilt für uns das Bibelwort: Denn es ist nicht ein leeres Wort an euch, sondern es ist euer Leben. Außerdem steht im Johannesevangelium: Wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Wer aber dem Sohn nicht gehorsam ist, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt über ihm. Der Heilige Geist wird dann die gleiche Wirkung in uns hervorrufen wie damals zu Pfingsten, als die Menschen ihre Sünden erkannten und ausriefen: Was sollen wir tun? Die Antwort des Petrus lautete: Tut Buße. Bei einer anderen Gelegenheit sagte er: So tut nun Buße und bekehret euch, dass eure Sünden vertilgt werden. Das Gesetz Gottes zeigt uns wie ein Spiegel unsere Beschmutzung mit der Sünde.
die Jesus dann von uns mit seinem Blut abwaschen will. Dies ist dann die Geburtsstunde der menschlichen Gegenliebe zu Gott. Jesus sagte über die Sünderin: Ihr sind viele Sünden vergeben, darum hat sie auch viel geliebt. Johannes sagt: Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Denn dies ist die Gegenliebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten, und seine Gebote sind nicht schwer. In der Liebe zu Christus erwächst uns dann aus Gott auch die Kraft, die Sünde zu überwinden. Wenn ihr mich liebt, sagt Jesus, so werdet ihr meine Gebote halten, und der Vater wird euch einen Helfer geben, den Geist der Wahrheit. Die Liebe und die verliehene Kraft des Heiligen Geistes werden uns befähigen, die Sünde zu überwinden, so wie auch Jesus überwunden hat. Durch die Menschwerdung des Gottessohnes Jesus Christus können wir sicher sein, dass Gott weiß, welche Kraft er uns schenken muss, damit wir seiner Forderung nachkommen und der Versuchung widerstehen können. Weil nun die Kinder von Fleisch und Blut sind, hat auch er es gleichermaßen angenommen. Daher musste er in allen Dingen seinen Brüdern gleich werden. Denn worin er selber gelitten hat und versucht worden ist, kann er helfen denen, die versucht werden. Wir können diese sündenüberwindende Kraft nur erhalten, wenn wir an Jesu vorbildliche Gerechtigkeit glauben und seinen stellvertretenden Opfertod für uns persönlich im Glauben annehmen. Wir müssen an den glauben, der in der Natur, in dem Wesen, das auch wir haben, die Sünde überwand. Jesus hatte nie gesündigt. Er starb für ihre und meine Sünden. Der, der ohne Sünde war, wurde für uns zur Sünde gemacht. Das bedeutet aber, dass wir unser Unrecht bereuen, bekennen und uns von der Sünde, also der Übertretung des Gesetzes Gottes, abwenden und ihm gehorsam folgen müssen. Glaube und Buße sind ein Geschenk Gottes für den, der aufrichtig sucht. Gott bewirkt dann beides in uns durch seinen Heiligen Geist, wenn wir ihm nur dazu die Gelegenheit geben. Der Glaube kommt aus der Verkündigung und durch das Studium des Wortes Gottes. Manche sagen: Ich habe keinen Glauben. Natürlich haben sie keinen Glauben. Man wird ja damit auch nicht geboren. Aber Glaube wächst wie eine Pflanze. Das Wort ist wie ein Same, der ausgestreut wird. Ohne dieses Wort kann auch kein Glaube wachsen. Paulus sagt: So kommt der Glaube aus der Predigt, das Predigen aber durch das Wort Christi. Die sich wunderbar erfüllten göttlichen Vorhersagen, nämlich die jahrhundertelang vorhergesagte Weltgeschichte und die Erscheinung des Welterlösers, des Messias, Jesus Christus, machen uns den göttlichen Erlösungsplan durch Christus glaubhaft und bilden eine sichere Glaubensgrundlage in Bezug auf die noch zukünftigen Ereignisse. Beim aufrichtigen Studieren der Bibel wird uns ein unsichtbarer, göttlicher Lehrer verheißen. Der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, sagt Christus, der wird euch alles lehren und an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Er wird euch in die ganze Wahrheit leiten. Dein Wort ist die Wahrheit. Wer das Gnadenangebot Gottes ausschlägt und die Worte der Wahrheit bewusst nicht anhört, sie nicht liest und sie nicht prüft, wird keine errettende Glaubenskraft von Gott erhalten und einmal zu denen gehören, die für ewig verloren sind. Die Bibel spricht uns daher immer wieder Mut zu. Wenn aber jemand von euch Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der allen willig gibt und nichts vorwirft, und sie wird ihm gegeben werden. Jesus fordert uns auf: Bittet, so wird euch gegeben. Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben geben könnt, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist geben, denen, die ihn bitten?
So bittet nun, wie David es tat: Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz und gib mir einen neuen, gewissen Geist. Wer aufrichtig glaubt und betet, wird erfahren: Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Jesus Christus. Nur wenn wir Christus aufrichtig nachfolgen und uns auf ihn als unseren lebendigen Erretter verlassen, können wir einen Charakter entwickeln, der seinem ähnlich sein wird, um so auf die Wiederkunft des Herrn vorbereitet zu sein. Das ist das Testament, das ich mit ihnen machen will, nach diesen Tagen, spricht der Herr. Ich will mein Gesetz in ihr Herz geben und in ihren Sinn will ich es schreiben. Erinnern Sie sich daran, dass der Gehorsam der Menschen im Garten Eden an der Frucht eines Baumes geprüft wurde, am Baum der Erkenntnis über Gut und Böse? In den letzten Tagen unserer Zeit wird der Gehorsam wiederum an einem besonderen Gebot Gottes geprüft werden. Damals sprach die verführerische Schlange: Hat Gott wirklich gesagt? Welche katastrophalen Folgen ergaben sich aus diesem Ungehorsam für die Menschen? Zweifel an dem eindeutigen Gebot Gottes wird auch heute wieder vom Gegenspieler Gottes in die Herzen der Menschen gesät. Sollte Gott es mit dem siebenten Tag wirklich so wichtig nehmen? Wenn festgestellt werden muss, dass der Sonntag nichts anderes als ein Menschengebot ist, darf das Wort Jesu nicht fehlen: Wie fein hat von euch Heuchlern Jesaja geweissagt. Vergeblich dienen sie mir, weil sie lehren solche Lehren, die nichts sind als Menschengebote. Ihr verlasst Gottes Gebot und haltet der Menschen Satzungen. Auch durch den Propheten Hesekiel ermahnt Gott sein Volk: Ihr sollt nicht nach den Geboten eurer Väter leben und ihre Gesetze, das sind die Traditionen, nicht halten und mit ihren Götzen euch nicht unrein machen. Denn ich bin der Herr, euer Gott. Nach meinen Geboten sollt ihr leben und meine Gesetze sollt ihr halten und danach tun. Und meine Sabbate sollt ihr heiligen, dass sie ein Zeichen seien zwischen mir und euch, damit ihr wisst, dass ich der Herr, euer Gott bin. Gebote von Menschen und ihre Tradition befreien uns nicht von dem christlichen Grundsatz: Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Wofür werden Sie sich in dem letzten Konflikt entscheiden, der nach Offenbarung 13 von Amerika ausgehen wird? Für den kirchlich und staatlich erzwungenen Sonntag oder den von Gott gebotenen Sabbat? Die Bibel sagt: Die Entscheidung zwischen dem Sonntag, dem Mahlzeichen des Tieres, und dem Sabbat als unveränderlichem Siegel Gottes ist eine Frage zwischen ewigem Leben und ewigem Tod. Der Heilige Geist ruft uns zu: Heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht. Denn wer in seine Ruhe eingegangen ist, der ist auch zur Ruhe gelangt von seinen Werken, wie Gott von seinen eigenen. Lasst uns nun eifrig sein, in jene Sabbatruhe einzugehen, damit nicht jemand nach demselben Beispiel des Ungehorsams falle. Nur diejenigen werden erlöst und gerettet werden, von denen die Bibel sagt: Hier sind die, da halten die Gebote Gottes und den Glauben Jesu. Furchtbare Plagen und Gerichte werden bald über alle Menschen hereinbrechen, die das Mahlzeichen, den Namen oder die Zahl des Tieres annehmen oder das Tier und sein Bild anbeten, das heißt sich einer antigöttlichen, religiös-politischen Autorität unterwerfen und sich damit gegen den eindeutigen Willen und die Warnung Gottes gestellt haben. Diese Gerichtsbotschaft mag manchem Furcht einflößen, doch sie ist letztlich eine Rettungsbotschaft des liebenden Gottes, der nicht will, dass irgendwelche verloren gehen, sondern dass alle zur Buße kommen. Jeder Aufrichtige wird erfahren: Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis.
Die Furcht wird nur durch die Sünde erzeugt. Doch wenn wir die Vergebung der Sünde durch Gottes Liebe in Jesus Christus angenommen und erlangt haben, werden wir erfahren, Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Wer sich aber fürchtet, ist nicht vollendet in der Liebe. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Das Gefühl des Verlorenseins verwandelt sich in Gewissheit der Errettung und die Furcht vor Gott in Ehrfurcht und Liebe, die Auswegslosigkeit verwandelt sich in Zielstrebigkeit und die Angst in freudige Erwartung der göttlichen Verheißung. Dieses Angebot Gottes, die Möglichkeit zur Buße und Umkehr, gilt nur noch für kurze Zeit. Nutzen Sie die Zeit zur ernsthaften Überprüfung des eigenen Zustandes und zur Umkehr, denn die Frist der Gnade läuft vor der Wiederkunft Christi ab. Die Zeichen der Zeit verkündigen uns, es ist die allerletzte Zeit dieser Weltgeschichte. Es wird aber der Tag des Herrn kommen wie ein Dieb. An ihm werden die Himmel mit gewaltigem Geräusch vergehen. Die Elemente aber werden im Brand aufgelöst und die Erde und die Werke auf ihr im Gericht erfunden werden. Befleißigt euch, unbefleckt und tadellos vor ihm im Frieden erfunden zu werden. Lasst uns die Hauptsumme aller Lehre hören. Fürchte Gott und halte seine Gebote, denn das gilt für alle Menschen. Denn Gott wird alle Werke vor Gericht bringen, alles, was verborgen ist, es sei gut oder böse. Musik.